halt einmal täglich ist so ein Kirchenbesuch angesagt. Ja, Kirche ist ein interessantes Hotel. Der Fußboden ist Luft und das Gras ausgehalten. So, wir nutzen noch die verbleibende Zeit, ein bisschen durch Kasten im Jahr zu gehen. Also so richtig einladend ist die Stadt Krasnojarsk auf jeden Fall nicht. Meine Süße ist jetzt ganz fasziniert hier von dem sogenannten Pionierpalast hier vorne. Olga, bist du da auch reingegangen? Ja. Guck dir das mal an, ja? Da seid ihr doch früher als Pioniere immer reingegangen. So heißt das. Mit einer kleinen Sternenwarte dabei. Hier oben, diese Kirche, die da auf dem Berg ist. Eine Kapelle. Da wollte meine Heidi hoch. 300 Höhenmeter gefühlt oder mindestens 250 bei 30 Grad ohne Wasser. Ja. Habe ich sie noch eben dran hindern können. So, Krasnojarsk, ade, auf geht's nach Irkutsk. Da oben steht wieder unsere Verbindung, das ist die 206 nach Irkutsk. 13:37 fährt er hier im Bahnhof an und 14:10 fährt er raus. Und zwar jetzt zeigt er auch an, Gleis 2. Heidi ist heute ein klein bisschen genervt. Der Gedanke an 6 Tage in einem Viererabteil mit 2 Omas zusätzlich ist nicht wirklich ermunternd für meine liebe Heidi. Aber wir versuchen gerade das umzubuchen auf 2er-Abteil. Hier im Zug gilt Schusswaffen verboten. Da können sich die Amis aber von abschneiden. Das ist die berühmte Brücke. Ja. Die berühmte Brücke über den Jenissee. Was über 1 Kilometer. Das ist schon uralt, die Brücke, oder? Ja, muss man nochmal die Geschichte lesen. Schön. Vom Zaran schon gebaut, oder? Ich glaube schon, ja. Olga, das ist eine Information für dich. Heidi hat einen 10-Rubel-Schein von Krasnojarsk bekommen irgendwo, wo Krasnojarsk die Brücke und auch die Kapelle abgebildet ist. Und dieser 10-Rubel-Schein, der wird eingestampft. In Zukunft gibt es da nur noch Münzen. Christa, als Souvenir bringen wir dir mit, wenn wir wieder nach Hause kommen. Das ist für dich. Was ist das jetzt? Warte jetzt mal. Okay. Ja, schon. Kugelschreiber. Das was heißt das auf Russisch? Ich sag jetzt was, das ist jetzt hier wie Allgäu. Oh, das war jetzt eine Ansage. Das ist eine sehr, sehr schöne Landschaft jetzt hier aus dem Fenster. Ja, und, na, hier wohnen aber auch einige wohlhabende Leute, die. Meinst du? Ja, ja, ja. Sieht aus wie im Allgäu in Deutschland. Thank you.
mal das Essen hier kommentieren. Die Alternative zum Hühnchen mit Nudeln. Du, weil ich weiß ganz genau, dass Hühnchen immer am besten ist. Ja. So, mit Nudeln. Ja. Du wolltest jetzt was anderes haben? Ja, Sir. Also, Fleisch mit, das ist so eine Art, wie heißt das denn? Ich würde das eher so als Gefängnisnahrung in irgendwie in Ostsibirien. Ich hab dich nicht so. Kannst das mit Bier runterspülen. Ja, oh Mann. Yeah. Oh. Da gibt es genug. Ja, guten Morgen, meine Füße. Guten Morgen, meine Füße. Wie war die Nacht hier im Bärenkäfig? Sehr gut. So sieht man aus, wenn man in der Koje vier Zimmer teilen geht. Das hier ist der berühmte Kaffeetopf von der Transip. Genau, ein Bräuterchen. Ein ganz Glas voll. Jo. Ich habe Cappuccino übrigens. Ja, so ist das hier in der Transip. Warum bewegt sich im frühen Morgen hier noch nicht viel? So, meine Füße. Oh, mein Schatzi. Hauptbahnhof. So, wir versuchen jetzt mit Julias Hilfe. Julia ist also unser Tourguide hier in Irkutsk für die nächsten Tage. Unsere restlichen Bahntickets in einem Zweierabteil zu tauschen, weil 6 Tage in einem Viererabteil ist nicht unbedingt zwingend gut. Man muss jetzt nicht meinen, weil da oben Long-Distance-Ticket spricht, dass die Dame da hinter dem Counter Englisch sprechen würde. Das ist natürlich nicht der Fall. So, alles ganz relaxed. Wir sind gut in Irkutsk angekommen. Unsere persönliche Reiseführerin Julia, ihres Zeichen Englischlehrerin, begleitet uns die nächsten Tage und hat auch versucht für uns jetzt für die anstehenden 6 Tage nach Vladivostok und wieder zurück nach Ulan-Ude umzubuchen auf 2-Bett-Kabinen. Aber das ist technisch hier zwar möglich, aber so kurz vorher extrem teuer, also über 500 Euro, haben wir gesagt, nee, das lassen wir sein. Reisen wir weiterhin authentisch. So, Ende dieses Videos.